Willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Erik und heute bin ich für euch nicht unterwegs, allerdings auch im mehr oder weniger Außeneinsatz tätig. Ich befinde mich hier in meinem Fahrzeug, neben mir Niki ist auch dabei und wir wollen heute ein Upgrade für das Fahrzeug durchführen. Genau, kein Software-Update, sondern ein Upgrade auf Hardware-Basis. Doch worum geht es? Es geht um diesen schönen Bildschirm. Dieser Bildschirm hat leider das Problem, dass er bei Benutzen doch durchaus schmutzig wird und man so wunderbar die Fingerabdrücke sieht. Dagegen hat die Firma eCarShop etwas im Angebot in ihrem Shop, und zwar eine Display-Schutzfolie. Ihr kennt das sicherlich von eurem Handy. Die Folie soll zum einen den Bildschirm schützen vor Beschädigungen. Darum geht es mir persönlich nicht. Aber zum anderen ist sie abweisend bezüglich oder gegenüber Fett, das ihr auf den Fingern habt. Und um das aufzubringen, gibt es hier eine Folie, die ist aktuell noch verpackt. Diese Folie besteht aus einem Glas, also biegen ist nicht, da würde sie brechen. Und ich würde sagen, ich ziehe diese Folie jetzt einmal auf und ihr könnt mich dabei begleiten. Nur um das zu machen, gebe ich die Kamera kurz an Niki weiter. Das war die Alarmanlage. Auch nicht schlecht. Gebe ich die Kamera kurz an Niki weiter, damit er die Kameraführung macht und ich beide Hände frei habe für die Installation. Niki, alles im Bild? Na klasse. Dann werde ich jetzt damit beginnen, das Display grob mit dem damals gelieferten Tuch, so einem Brillenputztuch, zu reinigen. Geht natürlich wunderbar einfach im Reinigungsmodus, weil damit keinerlei Button, die auf dem Display sind, ausgelöst werden. Von daher eignet sich das jetzt sehr gut. So, jetzt habe ich das grob gereinigt. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Beziehungsweise kommen wir jetzt erst einmal zur Folie. Das ist die Folie. Ich verpacke sie mal oder entpacke sie mal. Darin enthalten solche Putztücher trocken und nass. Als erstes nass und dann trocken rangehen. Des Weiteren solche Sticker, wenn man dann doch etwas Staub noch auf dem Display hat oder auf der Folie, kann man die damit dann entfernen, diesen Staub. Und natürlich das Display selbst. Ein klares Display, nicht viel zu sehen, ist ein Stück Glas. Und hier steht eben drauf, dass das die Rückseite ist, sprich diesen Schutz muss man entfernen und dann wird das so aufgebracht. Gut, Folien beiseite, holen wir das erste Nassreinigungstuch. Ist tatsächlich nichts anderes als ein nasses Brillenputztuch, vielleicht ein bisschen Isopropanol oder sowas ähnliches drin und ich krieg's nicht auf. So jetzt. Und damit jetzt fahre ich über das Display. Wie ihr vielleicht erkennt, habe ich doch einen gewissen gelben Streifen an meinem Display aktuell. Trotz dessen, dass es schon mal gewechselt wurde von Tesla. Aber naja, schauen wir mal, was sich da noch entwickelt in der nächsten Zeit. So, jetzt habe ich da noch kein schönes Ergebnis. Ich gehe nochmal trocken drüber. Das sehe ich hier zumindest Schlieren. Die Tücher sind tatsächlich, finde ich, etwas klein geraten. Ah, das ist irgendein Nasser. Das erste war gar nicht so richtig, ich sag mal, nass. Das hat es jetzt schwer gemacht, weil ich damit dann überall Schlieren hatte. Ich habe jetzt hier am Rand, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Aufnahme erkennt. Niki möchte dazu jetzt gerade nichts sagen. Er meinte, es wäre eine Überraschung. Habe ich jetzt Schlieren? Fällt mir aber so nicht. Ich glaube nämlich, das ist danach sichtbar.
Ich habe jede Menge Staub drauf und dafür sind jetzt die Sticker da. Ich ziehe mal einen ab und werde es mal probieren. Denn wie mir gesagt worden ist, auf der Homepage vom eCar Shop gibt es auch ein Montagevideo, nenne ich es mal. Sieht man wohl jeden kleinen Staubkrumm dann unten drunter. Und sind wir ehrlich, das wollen wir nicht. Okay, jetzt sieht das schon deutlich besser aus und der gelbe Rand kommt immer weiter zum Vorschein. Wunderbar. Beziehungsweise die Kamera, damit ich vernünftig arbeiten kann. Selbst jetzt hier fehlt mir irgendwie noch weiter Finger, Hände. Nee. Kommen wir zum spannenden Teil. Ich ziehe jetzt vorsichtig diese Folie ab. Oder auch nicht. Die hat sich gerade wieder aufgesetzt. Probieren wir es ein zweites Mal. Und wie ich sehe, kann ich euch jetzt gerade ganz schwer zeigen, weil mir fehlt hier tatsächlich ein zweiter Mann, der zum Beispiel die Folie des Glas festhält. Ich habe auf der Folie selber auch ein paar Staubsachen drauf. Also Glas, ich sage mal Folie, aber ein paar Staubpunkte drauf. Das soll natürlich weg, bevor ich das Ganze aufnehme. Dafür nutze ich jetzt den zweiten Sticker. Ja, komm schon. So, das seht ihr, glaube ich, jetzt gerade gar nicht, weil das ist eine transparente Folie. Naja, gut. Jetzt ist da wieder was drauf. Eignet sich vielleicht doch besser, es zu zweit zu machen. Einer kümmert sich das Display, der andere um das aufzubringen. Glas. Okay, so. Das war bestimmt jetzt schon das 20. Okay. Also, oben anlegen, oben am Ende des Displays, leicht positionieren, ja. Das war jetzt nichts, nochmal ablösen. Das Gute ist, ihr könnt es, wenn ihr das nicht zu weit liegt, auch wieder ablösen. Ich habe es jetzt gerade nicht richtig hingekriegt. Okay, ich gebe es drauf und jetzt streichen wir einfach von oben nach unten. Ah, hier ist eine Luftblase. Ah, hier sind. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich habe jetzt hier, da habe ich überall Luftblasen. Weil ich habe halt jetzt mit meinen Fingern gestrichen, ich habe nichts dabei. Ja, gut vorbereitet. Hätte man vielleicht eine Kreditkarte oder so einen Kunststoffschaber gehabt. Aber naja. Es geht auch so. Ich kann jetzt problemlos mit dem Putztuch nächstes Mal, also mit dem Tesla-Tuch zur Seite wegschieben. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Staub wieder drauf, aber das ist ja oberflächlich. Na komm schon. Ein wenig. Ah, jetzt. So, hier ist noch einer. Ich habe halt auch tatsächlich das Problem, ich sehe es sehr schlecht, wo die Luftblasen sind, weil schwarz auf schwarz. Wenn ich allerdings das Display anschalten würde, wäre es genauso schlimm. Also sprich, wenn ich jetzt den hellen Modus reinmachen würde mit Navigation oder was auch immer. Ja, komm schon. Ich nutze jetzt den Finger, dann sehe ich es vielleicht besser. Ja. Mit dem Finger geht es besser. Na komm. So. Du da noch, komm mal. Ich war noch nie gut im Folie aufbringen. Auch
aber auf meinem Handy habe ich immer wieder das Problem. Ja, komm schon. Komm. Ich werde das jetzt nochmal anheben. Ja. Ihr hört es vielleicht. Ich löse die Ecke ganz leicht ab. Bis ich an der letzten Luftblase angekommen bin. Jetzt macht man das, glaube ich, so wie man das richtig machen sollte. Streicht es raus. Ja, jetzt läuft auch die Luftblase in einem großen Stück richtig raus. Naja, wenn man es halt gleich beim ersten Mal richtig macht, würde es auch gehen. Gut, ich habe jetzt hier ganz viel Staub. Wie ihr seht, ist die Folie, ich habe sie jetzt oben hier nämlich angelegt, die Folie endet hier etwa einen Zentimeter und vorher. Das könnte also schöner sein. Oh, und es ist herrlich. Ich sehe keine Fingerabdrücke, wenn ich das mache. Wunderbar. Gut, dann verlassen wir mal den Modus. Und ich würde sagen, das war's. Ich werde euch gleich noch ein paar Eindrücke aus dem Off geben. Aber Niki, gib mir erstmal doch die Kamera wieder. So, ich werde euch gleich noch ein paar Eindrücke geben. Ich teste das Ganze jetzt mal so für ein paar Wochen, Monate. Denn bisher war es bei mir immer so, ich habe einmal pro Woche mindestens das Display sauber gemacht, weil es mich einfach gestört hat, dass doch immer wieder so diese Finger zu sehen sind, wenn man navigiert, wenn man Musik wählt etc. Ich kann halt doch nicht alles über die Scrollräder machen oder Sprachbefehle, von daher, es bleibt nicht aus, man muss das Display berühren und ich wollte es nicht, von daher, ich bin guter Dinge, weil jetzt sehe ich keine Fettfinger, da bin ich guter Dinge, dass das dann auch in Zukunft so bleibt. Von daher, wenn euch das interessiert, schaut im iCar-Shop vorbei, gebt bei Google i-car-shop ein. Und oder jeder anderen Suchmaschine. Ihr werdet fündig werden. Ihr könntet auch mehr als nur die Displayfolie oder das Displayglas kaufen. Da gibt es zum Beispiel auch meinen German Shelf Butler zu kaufen oder Ablagefächer oder Ablage, dann heißt es nicht Fächer, sondern so Sortierhilfen, Fußmatten etc. etc. Das Ganze kam wunderbar verpackt zu mir. In einem flachen Paket war das eingepackt. Also keine Transportprobleme. Von daher, in diesem Sinne, macht etwas, schaut dort vorbei, schaut euch andere Videos an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Da gucke ich doch gleich mal in diesen Shop vorbei und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch!